glaube fast, dass ich zu meiner letzten Frage kommen muss, was dann insgesamt nur 4 Mal statt geplanten 6, aber es kann sich noch durch Sie noch ändern. Also, die funktionierende Demokratie ist das Stichwort für den letzten Teil. Die Frage geht an Herrn Fuchs. Es ist ja ein sogenannter Regulierungsrat geplant, der im Vorfeld der Gesetzgebung durch Konsultationen zwischen der EU und den USA feststellen soll, in welchen Bereichen und wie weit eine gemeinsame Regulierung möglich ist. Inwieweit schränkt dieses Verfahren die politische Gestaltungsfreiheit unserer Parlamente ein? Und wenn Sie mit einem Nebensatz noch auf die Stand-Still-Klausel eingehen könnten, wäre ich glücklich, aber ich bestehe nicht darauf. Vielen Dank. In Europa haben wir nicht zu viel Demokratie, wir haben zu wenig Demokratie. Und das zeigt sich an Gesetzgebungsprozessen, an der Macht der Lobbys in Brüssel, aber auch in Deutschland. Was TTIP jetzt macht, ist nicht dieses Problem angehen und mehr Demokratie, Offenheit und Verfahren schaffen, in denen die, die vom Bestand Entscheidungen betroffen sind, auch mitreden können, sondern das TTIP versucht, das rauszuziehen, was an Regulierungsprozessen läuft, zunächst mal auf eine transatlantische Ebene zwischen Spitzen, Regulationsbehördenmitarbeitern und der Wirtschaftslobby und nennt das Regulatory Cooperation. Das klingt relativ harmlos. Im Kern heißt es aber, mehr an Co-Autorenschaft der Wirtschaft organisieren für Gesetzgebungsvorhaben und weniger Demokratie zulassen. Denn hinterher darf dann nur noch in den weiteren Prozess einfließen, was durch dieses Nadelöhr gegangen ist. Das Nadelöhr transatlantischer Philosophie, wir müssen möglichst ähnlich regulieren, damit wir einen gemeinsamen großen Markt haben und Weltmarkt dann betrachtend auch die Schwellenländer und andere in Schach haben. Warum ist das ein Problem? Wenn man die Beispiele von Frau Dr. Wildner hörte und noch ein paar Beispiele aus Kinderspielzeug oder anderen Welt dazu packt, ist es doch eigentlich ganz gut. Ein Kinderspiel kann schon gesundheitsgefährdend werden, aber ich meine, neben den unschuldigen Beispielen, die wir hörten, sollten wir mal in den Luftverkehr gucken, was da läuft. Es gab einen Versuch, Emissionshandel in Europa zu regulieren. Die Amerikaner haben ein Gesetz erlassen, dass die Mitwirkung an diesem Emissionshandel in Europa, also das Mitwirken an Klimaschutz, verboten hat. Nehmen wir das Beispiel Fracking und Energie. Die Amerikaner stellen die Fracking-Industrie dort frei von ihren Wasser- und Umweltgesetzen, zumindest auf der nationalen Ebene. Einige Bundesstaaten lassen dann kräftig das Wasser ruinieren und Fracking-Gas fördern. Andere kämpfen um ein Moratorium. Wollen Sie sowas zukünftig transatlantisch mal vorbereiten mit den Amerikanern und der Wirtschaftslobby, wenn es hier um neue, weitergehende Regulierungen im Fracking-Bereich geht oder im Emissionshandel bei Fahrzeugen, bei Luftfahrzeugen? Wir könnten auch über Pestizide, Teersande, die Fuel Quality Directive reden. Der Chefverhandler der USA, Herr Froman, setzt sich dafür ein, dass die europäische Fuel Quality Directive, also nicht der harmlose Blinker, von dem Frau Dr. Wildner sprach, sondern der dreckige Treibstoff, der reinkommt und das Abgas, das hinten rauskommt, dass das nicht so scharf reguliert wird, wie die Europäer das vorsehen. Der möchte nämlich für die kanadische und amerikanische Öl- und Teersandlobby, dass hier Öl gleich Öl gesagt wird. Und ob das nur Faktor 30% mehr an CO2-Ausstoß bringt oder nicht, soll ignoriert werden im europäischen Recht. Wollen wir mit so jemand demnächst regulatorische Kooperation ganz friedlich, freundlich machen und später erst noch ein bisschen Parlament und Öffentlichkeit einbeziehen? Nein, das wollen wir nicht. Deswegen ist toll, dass Corporate Europe Observatory den ersten Leak zu diesem Regulatory Cooperation Council in die Öffentlichkeit gebracht hat. Da gibt es eine gute Analyse, lesen Sie das dort nach. Und es ist gut, wenn wir dieses Thema weiterverfolgen. Meine These ist, wir gehen jetzt bald ISDS raus aus der Mitte und ab Sommer streiten wir uns kräftig über regulatorische Kooperation, die eine Entdemokratisierung und eine Co-Autorenschaft der Wirtschaft in europäischer und amerikanischer Regulierung ist. Es ist im Übrigen wirklich nicht so, und Marianne Henkel hat dankenswerterweise auch schon darauf hingewiesen, dass nur böse amerikanische oder Konzerninteressen hier was einschränken wollen. Es gibt umgekehrte europäische Interessen in zwei Richtungen. Hier die heimische Regulierung, zum Beispiel REACH im Chemikalienbereich anzugreifen, oder auch dort, wo die amerikanischen Zivilgesellschaften und politische Kräfte was an Regulierung haben, das dort anzugreifen. Wir haben also eine transatlantische Regulation, Kooperation zwischen Zivilgesellschaft, Gewerkschaften und Parlamentariern nötig, aber nicht das, was die Wirtschaftslobby ins TTIP eingebracht hat.
meinem Nachbarn zur Linken, Herrn Dr. Borchert, nach der Zukunft unserer Demokratie, wenn zunehmend mehr Angelegenheiten, die den Souverän als Ganzes betreffen, nicht von den gewählten Vertretern in der repräsentativen Demokratie verhandelt und diskutiert werden, sondern von Gremien, die weit ab liegen, die im Geheimen verhandeln, die als Experten uns verstehen lassen, dass wir alle die Komplexität des Verhandelten überhaupt nicht verstehen. Wenn immer mehr Angelegenheiten in Nicht-Parlamente ausgelagert werden, wozu wählen wir dann noch Abgeordnete? Das ist ja ein ganzes Bündel an Problemen, was Sie hier ansprechen. Zum Beispiel fängt das ja mit dieser Expertensprache an, die kein Mensch mehr versteht. Das erinnert sehr stark an die katholische Kirche vor hunderten von Jahren, die ja auch strikt Latein gesprochen haben, damit die Bürger sie nicht verstehen. Nein, es ist ganz entscheidend, darauf hinzuweisen, dass der Vergleich von TTIP mit anderen Abkommen, die multilateral oder bilateral auf der Welt bestehen, sind ja einige tausend, vollkommen unzulässig ist. Wer meint, das wäre nur ein neues Abkommen zu diesen 3400 hinzu, der verwechselt eine Piccolo-Flöte mit einer Stalin-Orgel. Das ist etwas vollkommen anderes, was wir hier haben. Und wenn wir auf die Demokratie anspielen, dann ist das Entscheidende ja, dass Demokratie immer eine Machtübertragung auf Zeit ist. Und beim TTIP haben wir einen multilateralen Vertrag, aus dem wir nicht mehr rauskommen. Aus dem wir nicht mehr rauskommen. Es sei denn, um den Preis zusätzlicher Steuerzahlungen, die die Bürger dafür zu leisten haben, dass legitime Profiterwartungen enttäuscht werden von internationalen Investoren. Also das Entscheidende ist, dass man sich klar macht, dass so ein multilateraler Vertrag vielleicht vergleichbar ist mit diesem Gulliver, mit dieser Gulliver-Parabel, wo der Gulliver auch von den Zwergen vollkommen eingebunden wird, sodass er sich nicht mehr rühren kann, dass aber in diesem Fall es so sein wird, dass die Parlamente das letzte Wort zu sprechen haben. Das ist so ungefähr, als wenn man den Gulliver, der vollkommen schon gefesselt ist, bittet, mit dem letzten Zeigefinger nochmal auf den Knoten drauf zu gehen, damit man ihn besser zumachen kann. Das ist die Situation, in der wir stehen, und das bringt die Demokratie sozusagen an eine Grenze, die schlechterdings unerträglich ist. Applaus